Es ist Freitag, der 1. Oktober 1946, kurz nach 3 Uhr im Nürnberger Justizpalast. Es ist der letzte Tag eines Gerichtsverfahrens, das ein ganzes Jahr gedauert hat. Hans Frank steht in einem Fahrstuhl, der gerade den zweiten Stock erreicht hat, hinter einer kleinen Tür aus Holz. Es dauert nur noch einen Moment, bis die Tür sich öffnen und Frank hindurchtreten wird. Auf der anderen Seite der Tür ist der Gerichtssaal 600. Dort sitzt Herr Schlauterbach. Er wartet darauf, dass die Tür aufgeht und Frank herauskommt. 700 Kilometer westlich in Paris liegt Raphael Lemkin in einem amerikanischen Militärhospital, wo er wegen Bluthochdrucks behandelt wird. Er wartet auf die Radioübertragung des Gerichtsurteils. Den drei Männern gemeinsam ist ihre Liebe zur Musik. In diesem Moment der Anspannung, in Erwartung oder Furcht, könnten sie Trost in der Musik suchen. Welches Stück kam Ihnen wohl in diesen Moment in den Sinn? Gehen wir 4 Jahre zurück. Am 31. Juli 1942 heißt Lemberg, die Hauptstadt des Distrikts Galizien, mitten im Herzen Europas, nicht mehr sowjetisch Lviv oder polnisch Lwów. Die Stadt der Löwen, als die sie manchmal bezeichnet wird, oder auch die Stadt der bitteren Kirschen, wie ein Dichter sie einst nannte, ist seit einem Jahr unter der Kontrolle Deutschlands. Hans Frank kommt mit dem Zug am Hauptbahnhof an. Kirchenglocken und ein Militärorchester empfangen ihn. Er steigt in ein großes schwarzes Automobil, fährt durch hübsche Straßen, die mit den Insignien des Dritten Reichs geschmückt sind. Als er auf dem großen Platz vor dem Opernhaus ankommt, der in Adolf-Hitler-Platz umbenannt wurde, schwenken Schulkinder kleine Flaggen in schwarz-weiß-rot. Seit Oktober 1939 ist er Generalgouverneur im besetzten Polen, eingesetzt von Adolf Hitler zum Dank für seine Dienste seit den 20er Jahren. Seine Aufgabe nimmt er ernst. Er hat sich sogar die Zeit genommen, einen Reiseführer bei Dr. Baedeker in Auftrag zu geben. Das Buch mit dem berühmten roten Einband und einer kunstvoll gezeichneten Karte im Inneren. Diese stellt Hans Franks Machtbereich dar. Einen Großteil des heutigen Tages verbringt er mit Parteiveranstaltungen. Am Abend weiht er ein neues Theater ein, eine Heilige Stätte der Kunst, nennt er es. Er ist ein Mann der Kultur. Jahre später, nach dem Krieg, wird sein Freund Richard Strauss zu Klaus Mann sagen, Hans Frank war ein feiner Kerl, ein Musikliebhaber, sehr kultiviert, mit einem großartigen Sinn für Humor. 1943 hat Strauss ihm zu Ehren ein kurzes Musikstück komponiert. Der Text ist bekannt. Aber die Komposition ist, sagen wir, verloren gegangen. So müssen wir uns Frank vorstellen. Fesch und schlank. Vieles hat er von uns
Wer tritt herein so fesch und schlank? Es ist der gute Freund, Minister Frank. Fesch, das war er tatsächlich damals. Wir Deutschen, wir gehen nicht in fremde Länder mit Opium oder ähnlichen Methoden. Wir bringen Kunst und Kultur. Beethoven hat er nach Lemberg gebracht. Und Fritz Weidlich, einen unbekannten österreichischen Dirigenten. Eigentlich wollte er von Karajan oder Furtwängler, aber keiner von beiden war abkömmlich. Auch das Repertoire hat er selbst ausgesucht. Beethovens Leonoren-Ouvertüre und dann die 9. Sinfonie. Am nächsten Morgen nimmt Frank an der Feier zum einjährigen Jubiläum der Vertreibung der Sowjets und der Eingliederung des Distrikts Galizien und Lembergs in sein Generalgouvernement teil. Die Gazeta Lwowska rühmt seine ausgefeilte, großartige Rede. Er verspricht die Wiedereinführung der europäischen Regeln der gesellschaftlichen Ordnung in dieser wunderbaren Stadt. Ich bin hier, um Ihnen allen zu danken und mich im Namen des Führers und des Reichs erkenntlich zu zeigen. Später am Tag hält Frank einige Privatbesprechungen ab, um Hitlers Vorgehen zu bestärken. Galizien und Lemberg seien die Urquelle des Judenproblems, sagt er. Die Deutschen würden sich dieses Problems annehmen. Wo ist denn überhaupt dieses ganze Gesindel? Wie kann das sein? Ich bin eben durch dieses alte Judennest gefahren. Ich habe ja gar keinen dieser Plattfuß-Indianer gesehen. Diese Worte sind in seinem Tagebuch zu lesen. Frank weiß ganz genau, warum er hier keine Juden sieht. Sie sind im Ghetto, gerade mal 10 Minuten entfernt. 100.000 Menschen. Er weiß alles über das Ghetto. Denn im November 1941 wurde von seinen Mitarbeitern eine Karte erstellt. Titel: Umsiedlung der Juden. Das Ghetto geht direkt auf seine Anordnungen zurück. Einen Fuß aus dem Ghetto herauszusetzen, steht unter Todesstrafe. Frank sagt: Habt ihr etwa etwas Böses mit ihnen vor? Machen Sie sich keine Sorgen. Die Judenfrage steht kurz vor der Lösung. Die werden hier nicht mehr lange herumvagabundieren. Die Botschaft ist eindeutig. In einem Zeitungsbericht steht zu lesen, seinen Worten folgte reger Beifall. Was passiert, nachdem Frank Lemberg verlassen hat? Einiges. Nach wenigen Tagen, genauer gesagt am 16. August 1942, beginnt die große Aktion. Die Räumung des Ghettos. Eine Woche später trifft Himmler in der Stadt ein und das Morden beginnt. Im August 1942 wird das Ghetto der Stadt Lemberg unter der Leitung von Gouverneur Frank geräumt. Diese Aufnahmen hier stammen jedoch aus einem anderen Ghetto, dem Krakauer Ghetto. Der Film wurde im Auftrag von Hans Frank gedreht. Das Filmmaterial befindet sich heute im Besitz seines Sohnes Niklas. Es ist ein privater Film. Straßenszenen, Menschen, die herumlaufen, barfüßige Kinder, weiße Armbinden und da ist ein junges Mädchen zu sehen. Mit wunderschönem Lächeln. Das Mädchen im roten Kleid. Das Mädchen im roten Kleid. Ich lächeln ist mir geblieben, seit ich es zum ersten Mal sah. Nun ist sie frei. Eine der Familien im Lemberger Ghetto ist die von Herr Schlauterpacht, einem Wissenschaftler der Universität Cambridge. Seine Eltern, Bruder und Schwester, Nichte und Neffen und entfernte Verwandte sind hier in Lemberg eingesperrt. Einige von ihnen auch in Solkiew, einer Kleinstadt 25 Kilometer westlich von hier. Während des Ersten Weltkriegs schreibt sich Hersch an der juristischen Fakultät in Lemberg ein. Zu dieser Zeit gehört die Stadt zu Österreich-Ungarn. 3 Jahre später,
1918 ist der Krieg vorbei, ebenso wie die österreichisch-ungarische Monarchie. Innerhalb eines einzigen bitteren Monats wechselt die Kontrolle über die Stadt von Österreich an die Westukraine und dann an Polen. Mit jedem neuen Regime ändert sich der Name der Stadt und viel Blut wird vergossen. Einen langen Winter kämpft Lauterpacht an der Front, um seine Eltern zu schützen. Ich finde ein Foto. Die Straße voll Schnee. Am Ende eine Barrikade. Im Sommer 1919 verlässt Lauterpacht Lemberg. Er geht nach Wien. An der juristischen Fakultät hört er von interessanten neuen Ideen über die Rechte des Individuums. Es ist wie ein Same, der auf fruchtbaren Boden fällt. Dann begegnet er Rachel, sie studiert klassisches Klavier. Sie erinnert sich, am Abend ihrer ersten Verabredung spielte sie eine der frühen Beethoven-Sonaten. Wunderschön, aber gar nicht einfach zu spielen. '23 heiraten Hirsch und Rachel und ziehen nach London, wo er sich an der London School of Economics als Student einschreibt. Nach 5 Jahren kommt ihr einziges Kind zur Welt, ihr Sohn Ellie. 1937 erhält Lauterpacht einen Ruf an die Universität Cambridge. Im September 1939 beginnt der Krieg. Das polnische Lwów wird zum sowjetischen Lwów. Im Juni 1941 übernehmen die Deutschen mit der Operation Barbarossa die Kontrolle über die Stadt. Jetzt heißt sie wieder Lemberg. Herr Schlauterpacht ist 45 Jahre alt und Professor in Cambridge. Als Hans Frank Lemberg besucht und seine große Rede als Generalgouverneur des besetzten Polen hält, ist Lauterpacht bereits in tiefer Sorge um seine Familie. Schon 18 Monate hat er nichts mehr von ihnen gehört. Seine Schwester Deborah hat eine Tochter, die in Lemberg geboren ist. Sie heißt Inka. Im Sommer vor 4 Jahren traf ich mit Inka in Paris. Beim Tee erzählte sie mir vom August 1942. Sie hatte alles genau in Erinnerung. Der erste, den sie mitnahmen, war ihr Großvater Aaron, Lauterpachts Vater. 2 Tage später nahmen die Deutschen Hirschs Schwester mit, meine Mutter. Es war auf der Straße. Meine Mutter wurde von ukrainischen und deutschen Soldaten gejagt. Ich beobachtete sie von meinem Fenster aus unserer Wohnung im 1. Stock. Mein Vater arbeitete in der Nähe. Jemand ging und sagte, dass meine Mutter mitgenommen worden sei. Mir war bewusst, was gerade geschehen war. Ich hatte alles beobachtet von meinem Fenster aus. Ich war 12. Meine Kindheit ging 1939 zu Ende. Ich wusste um die Gefahren und sah, wie mein Vater rannte, wie er die Straße entlang lief, hinter ihr her, und ich verstand, es war vorbei. Ich habe einfach nur zugeschaut. Ich war nicht mutig. Wenn ich mutig gewesen wäre, dann wäre ich ihr nachgelaufen. Ich wusste, was passieren würde. Ich sehe die Szene immer noch vor mir. Das Kleid meiner Mutter und ihre hohen Schuhe. An mich hat mein Vater nicht gedacht. Man hatte seine Frau geholt. Die Frau, die er mehr liebte als alles auf der Welt. Es ging ihm nur darum, sie wiederzufinden. Ihr Vater geht, um die Frau,
die er liebt, zu finden. Er trägt einen grauen Anzug. Er wird verhaftet und Inka ist allein. Sie überlebt, versteckt sich auf Dachböden, beschützt von Nachbarn. Eines Tages klopft sie an die Tür eines katholischen Konvents. Sie wird aufgenommen und bleibt dort bis Kriegsende. Die Bedingung, sie muss sich taufen lassen. Lauterpach weiß von alledem nichts. Er ist weit weg, in Cambridge, verfolgt seine akademische Laufbahn. Genau an dem Tag, als sein Vater verhaftet wird, nimmt er die Zusammenarbeit mit der britischen und amerikanischen Regierung auf, um sie in rechtlichen Fragen zur Kriegsanstrengung zu beraten. Auf seinen Reisen in die Vereinigten Staaten hat er Robert Jackson kennengelernt, Attorney General unter Präsident Roosevelt, später Richter am obersten Gerichtshof der USA. Während des ganzen Krieges arbeiten sie zusammen in rechtlichen Angelegenheiten. In dieser Zeit brütet Lauterpach über der Rolle des Gesetzes zum Schutz des Individuums. Im Sommer 1945, nach Kriegsende in Europa, veröffentlicht Lauterpach ein Buch mit dem Titel An International Bill of the Rights of Man. Hier beschreibt er seine Ideen über den Schutz des Individuums vor staatlichen Übergriffen. Ein Staat darf nicht morden und foltern und sich hinter dem Hoheitsprinzip verschanzen. Lauterpach verfasst 20 Schlüsselartikel. Eine revolutionäre Idee, die International Bill of Rights. Der erste Entwurf internationaler Rechtsbestimmungen. Am Ende des Krieges kündigen Churchill, Roosevelt und Stalin an, dass in Nürnberg ein Kriegsgerichtshof eingerichtet werden soll, mit Robert Jackson als Chefankläger. Im Auftrag der Briten übernimmt Lauterpach die Mitarbeit im Strafverfolgungsteam. Im Juli 1945 fliegt Jackson nach London, um das Statut des Nürnberger Militärgerichtshofs auszuarbeiten. Die vier Siegermächte, die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Frankreich und die Sowjetunion, sind sich uneins darüber, welche Verbrechen am Militärgericht strafrechtlich verfolgt werden sollten. Jackson bittet Lauterpach um Unterstützung. So fährt Jackson am 29. Juli nach Cambridge. Nach einem gemeinsamen Mittagessen mit Lauterpach und Rachel sitzen sie im Garten. Beim Tee, vielleicht mit einem der berühmten Victoria Sponge Cakes von Fitzbillies, besprechen die Männer die Liste der Verbrechen. Lauterpach macht den Vorschlag, einfache Überschriften in das Statut einzutragen. Mit Überschriften wäre es für die Öffentlichkeit besser verständlich, was wiederum zur Legitimierung des Verfahrens beitragen würde. Jackson reagiert darauf positiv und Lauterpach macht einen weiteren Vorschlag. Sie sprechen über die Gewalttaten, die an Zivilisten begangen wurden. Ein Thema, das die Russen und die Amerikaner zutiefst spaltet. Lauterpach befasst sich aus akademischem und persönlichem Interesse schon seit langer Zeit damit. Und noch immer hat er keine Nachricht von seiner eigenen Familie. Lauterpachs nächster Vorschlag lautet, die Gräueltaten, die in großer Zahl von Zivilisten verübt wurden, Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu nennen. Und diesen Ausdruck auch als Überschrift zu verwenden. Unter Verbrechen gegen die Menschlichkeit begreift man Folter, Mord und verschiedene Formen der Unterdrückung. Dieser Terminus wird im internationalen Recht verankert werden. Jackson nimmt diese Idee mit zurück nach London. Innerhalb nur weniger Tage wird das Verbrechen gegen die Menschlichkeit in das Nürnberger Statut aufgenommen. Es ist das erste Mal, dass dieses Konzept Eingang in ein völkerrechtliches Dokument findet. Verbrechen gegen die Menschlichkeit sei eine bahnbrechende Neuheit, ein erleuchtetes Konzept. Notwendig, um sicherzustellen, dass diejenigen, die Völkerrecht brechen, sich nicht schützen können. Zur selben Zeit, 4000 Meilen entfernt, in Durham, North Carolina, denkt ein anderer, ehemaliger Bewohner Lwows, über diese Fragen nach. Jedoch auf völlig andere Weise. Raphael Lemkin studierte ebenfalls
Zufall oder nicht, an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Lwów. Er begann sein Studium 1921, kurz nachdem Lauterpacht die Hochschule verlassen hatte, und promovierte im Fach Strafrecht. Sein Geburtsort lag 300 Meilen weiter nördlich. Ein Bauernhof bei Azariska, heute Weißrussland. Die große Liebe seines Lebens ist seine Mutter Bella, die ihm poetische russische Lieder vorsang, die ihn sein Leben lang begleiten sollen. Aus dieser Welt kommend, zieht Lemkin nach Warschau, um Staatsanwalt zu werden. Auf einer Tagung des Völkerbundes 1933 stellt er sein Konzept für ein neues internationales Verbrechen vor, um Barbarei und Vandalismus gegenüber Gruppen zu bekämpfen. Lemkins Augenmerk liegt also nicht auf dem Schutz des Individuums wie Lauterpacht, sondern auf größeren Gruppen, die durch Herkunft oder religiöse respektive nationale Identität verbunden sind. Aus der Idee folgen keine Taten, denn Hitler hat gerade die Macht übernommen. Doch dieses Konzept wird seine Passion. Als die deutschen Truppen 6 Jahre später Polen besetzen, ist Lemkin gerade in Warschau. Er flieht in seine Heimatstadt Wolkowisk, die unter sowjetischer Kontrolle steht, und dann nach Stockholm. Ein Jahr später, 1941, bekommt er ein akademisches Asyl an der Duke University in North Carolina, USA. Die Reise von Stockholm bis nach Amerika ist weit. Fast einmal um die ganze Erde. Europa ist verschlossen. Deshalb fährt er zunächst nach Riga. Dann mit dem Flugzeug nach Moskau. Weiter mit der Eisenbahn quer durch die Sowjetunion. Bis nach Wladiwostok. Mit dem Schiff nach Tsuruga in Japan. Anschließend mit einem anderen Schiff von Yokohama nach Seattle. Dann mit verschiedenen Zügen quer durch Amerika nach Chicago. Und schließlich nach Durham, North Carolina. Auf dem letzten
es mir uns im Tage Zeug und der Delfiner graulichen Leiber tauchen aus den chinesischen Zeichnet Manila, sah auch der Flüchtling mit Freude. Und die Öltöner und die duftenden Gärten voll Johannes und die abendlichen Schluchten Kaliforniens ließen den Boten des Unglücks nicht kalt. Finanzielle Mittel sind knapp, wie auch seine persönlichen Gegenstände. Dennoch reist er mit schwerem Gepäck, aus ungewöhnlichem Grund. Die letzten Monate in Stockholm hat er damit verbracht, die öffentlichen Beschlüsse zu sammeln, die Hans Frank und weitere Nazis in den besetzten Gebieten von 1938 an erlassen haben. Lemkins Gepäck ist randvoll mit Papieren, buchstäblich tausende von Seiten von Erlassen, die er quer durch die Welt schleppt. Diese will er in Amerika auswerten. Und dann bekommt er einen Buchvertrag, um zu analysieren, ob den Handlungen der Deutschen ein Masterplan zugrunde lag. Das Buch erscheint im November 1944 und heißt Axis Rule. Der Titel des 9. Kapitels enthält einen neuen Begriff: Genozid. Er hat das Wort für ein neues Verbrechen erfunden. Die Zerstörung ganzer Volksgruppen. Im Sommer 1945 wird Lemkin an das US-amerikanische Kriegsministerium berufen, um an der Verfolgung von Kriegsverbrechen teilzunehmen. Er arbeitet mit Robert Jacksons Team zusammen, jedoch unabhängig von Lauterpacht. Er plädiert dafür, gegen die deutschen Anführer Anklage wegen Genozid vorzunehmen. Im August erfährt Lemkin, dass das Statut des Nürnberger Militärgerichtshofs, dass die Verbrechen auflistet, derer die deutschen Beschuldigten angeklagt werden, zwar Verbrechen gegen die Menschlichkeit enthält, aber nicht Genozid. Er ist tief enttäuscht. Doch noch ist nicht alles verloren. Lemkin fliegt nach London. Dort wird gerade die Anklageschrift mit den konkreten Anklagepunkten gegen die 22 Beschuldigten erstellt. Nachdrücklich fordert er, Genozid aufzunehmen. Lemkin stößt auf heftigen Widerstand aus Jacksons Büro. Der Druck kommt von Senatoren aus den Südstaaten der USA. Sie befürchten, dass Afroamerikaner auf Genozid klagen können. Und die Briten fürchten,
dass ein solches Verbrechen, eine Klagewelle, durch die Opfer ihrer Kolonialherrschaft nach sich ziehen könnte. Gegen alle Widerstände schafft es seinen Begriff in die Anklageschrift und wird zum ersten Mal in einem Rechtsdokument verwendet. Lemkin definiert den Begriff als Vernichtung von Gruppen einer Herkunfts- oder Religionszugehörigkeit, genannt werden Juden, Polen, Zigeuner und andere. Dies beinhaltet Misshandlung und Ermordung von Zivilisten in allen besetzten Gebieten. So auch Lemberg und Wolkowisk. Am 18. Oktober 1945 wird die Anklageschrift beim Militärgericht eingereicht. Ich bin nach London geflogen und ich habe es geschafft. Das Verbrechen des Genozids ist als Anklagepunkt gegen die Kriegsverbrecher der Nazis in Nürnberg aufgenommen worden. Was für ein unglaublicher Zufall. Die beiden Männer, die für die Verankerung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Genozid im Völkerrecht verantwortlich sind, haben an derselben Universität studiert, sind durch dieselben Straßen gelaufen, haben sich in denselben Gebäuden aufgehalten, hatten dieselben Dozenten und haben dennoch unterschiedliche Ideen entwickelt, wie das Gesetzesschutz vor Gewalttaten bieten könnte. Der Ursprung dieser beiden Verbrechenskategorien kann direkt zurückverfolgt werden nach Lemberg, den Geschehnissen am Ende des Großen Krieges der juristischen Fakultät der dortigen Universität. Ja, man kann den Weg sogar bis zu einem ganz bestimmten Hochschullehrer zurückverfolgen, bei dem die beiden Männer studierten, Julius Makarewicz, polnischer Strafrechtsprofessor. Man kann diese Linie sogar bis in ein bestimmtes Gebäude verfolgen und weiter bis in Makarewitschs Klassenraum, den ich besichtigt habe. Ein Vierteljahrhundert nach ihren Strafrechtsstudien bei Professor Makarewicz stecken die beiden Männer tief in der Bearbeitung des Nürnberger Prozesses. Lauterpacht arbeitet für die Briten und treibt den Schutz des Individuums voran. Lemkin im amerikanischen Team kämpft für den Schutz von Gruppen. So nah sie einander sind, trennt sie doch vieles. Eine Sache jedoch haben sie gemeinsam: die Angst vor Verlust. Keiner der beiden hat bislang irgendetwas über das Schicksal seiner Familie herausfinden können. Weder Lauterpacht in Lemberg, noch Lemkin in Wolkowisk. Am 20. November wird der Prozess durch Chefankläger Robert Jackson im Namen der Vereinigten Staaten eröffnet. Einer der 21 Männer auf der Anklagebank ist Hans Frank. Einige, wie Himmler beispielsweise, begingen Selbstmord. Andere, wie sein Stellvertreter Otto Wächter, verschwanden, um Jahre später in Rom wieder aufzutauchen,
in dem Versuch, der Justiz zu entkommen und nach Argentinien zu fliehen. Auf der Route, die als Rattenlinie, The Rat Line, bekannt wurde. Im Mai haben sie Hans Frank in der Nähe seiner Heimat in Bayern verhaftet. Zusammen mit seinen 42 Tagebüchern und einer exquisiten Kunstsammlung. Eines der vielen Gemälde ist Leonardo da Vincis berühmtes Porträt von Cecilia Gallerani, der Dame mit dem Hermelin, aus dem Jahr 1489. Dieses Bild hing früher in Franks Residenz im Wawel in Krakau. Und als er im Januar 1945 nach Deutschland zurückkehrte, nahm er es mit. Sein Sohn, Nicolas Frank, erzählt, wie sein Vater ihn als Kind neben dem Bild posieren ließ. Die Haare gescheitelt und frisiert, wie Cecilia Gallerani. Jetzt sitzt Frank auf der Anklagebank. Und die Anklage lautet Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Genozid. Was für ein Unterschied im Vergleich zu der Zeit, als er mit Adolf Hitler und Richard Strauss gut Freund war. Als Fesch kann man Frank nun nicht mehr bezeichnen. Er sitzt neben Hermann Göring, eine dunkle Brille verbirgt seine Augen. Vorsitzender Richter des Nürnberger Gerichtshofs ist Lord Justice Geoffrey Lawrence aus England. Er bezeichnet diesen Prozess als einzigartig in der Geschichte der Welt. Lemkin ist nicht anwesend. Er ist zurück nach Washington beordert worden, da seine Kollegen finden, dass er zu weit gehe in seiner Besessenheit, die Genozidagenda durchzusetzen. Sein Ziel ist, dass alle Taten, die nach 1933 begangen wurden, als Verbrechen behandelt werden und nicht nur die während des Krieges. Er sei kein Teamplayer und spreche permanent mit der Presse. Lauterpacht arbeitet weiterhin am Gerichtshof als Teil des britischen Teams. Lemkins Auffassung jedoch widerspricht er entschieden. Er findet, Genozid sei nicht umsetzbar und darüber hinaus passe das Konzept nicht in die bisherige Praxis. Er befürchtet, der Fokus auf Volksgruppen lenke von der ungleich wichtigeren Aufgabe, den Menschen als Individuum zu schützen, ab. Am Tag der Eröffnung lesen die Ankläger die entsetzlichen Grausamkeiten vor, die in den östlichen Gebieten verübt wurden. Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die Unvorstellbarkeit des Genozids. Die Gewalttaten in Lemberg stehen im Mittelpunkt, auch jene, die im Anschluss an Franks Aufenthalt dort verübt wurden. 8.000 Kinder in nur 2 Monaten getötet. Über 133.000 Menschen wurden gefoltert und erschossen. Lauterpacht hört zu. Ob auch seine Familie unter den Opfern ist, weiß er nicht. Die Ankläger richten sich nun an die einzelnen Beschuldigten, beginnen mit Göring, der rechts neben Frank sitzt. Ein amerikanischer Ankläger bringt die Anschuldigungen gegen Hans Frank vor. Er beschreibt dessen Karriere und seine Regierung über das besetzte Polen, seine Verbindungen zu Hitler. Lemberg steht im Zentrum. Und Franks Politik ist das zentrale Element der Anklageschrift. An diesem Tag, Ende November 1945, befinden sich Lauterpacht und Frank im selben Raum. Davon hatte ich gern ein Foto, aber Lauterpachts Sohn sagt, es gebe keines. Ihr erhaltet Zugang zum Archiv von Getty Images. Dort liegt die größte Sammlung von Bildern des Prozesses. Einen ganzen Tag verbringe ich damit, hunderte von alten Glasplattenbildern zu sichten. Nach etlichen Stunden finde ich endlich, was ich suche. Links im Bild sieht man Lauterpacht am Kopfende des Tisches der Briten. Er hat die Ellenbogen auf dem Tisch, das Kinn auf die Hände gestützt. Er scheint aufmerksam zuzuhören, auf seinem Platz hinter einem sowjetischen Ankläger am Rednerpult. Vorne rechts im Bild sieht man die übergroße Figur Hermann Görings im hellgrauen Anzug. 6 Plätze weiter
ist der leicht gesenkte Kopf von Hans Frank zu sehen. Lauterpacht und Frank. Nur ein paar Tische und Stühle trennen sie voneinander. An diesem Tag weiß Lauterpacht noch immer nicht, was aus seiner Familie geworden ist. Wahrscheinlich hat er Frank aufmerksam beobachtet. Aber sollte Frank Lauterpacht wahrgenommen haben, hätte er wohl keinerlei Ahnung von der persönlichen Verbindung in ihrem Leben gehabt. Sechs Monate nach Prozessbeginn, am 18. April 1946, kommt der Tag, an dem Frank als Zeuge aussagt. Eine Chance, seine Verteidigung vorzubringen. Eben hat der Gerichtssaal die Aussage eines Überlebenden des Vernichtungslager Treblinka gehört. Franks Herrschaftsgebiet. Samuel Reismann berichtet, er sei auf der Rampe gewesen, als drei ältere Damen im Lager ankamen. Die Schwestern Sigmund Freuds. Vor 3 Jahren bin ich mit meinem Sohn nach Treblinka gefahren. Ich wollte wissen, was davon noch übrig ist. Wir haben in einem kleinen Restaurant in Nachbarstädtchen Brock zu Mittag gegessen. Ein beschaulicher, stiller Ort, Lichtjahre entfernt von dem Schlachtfeld, das Reismann geschildert hatte. Alles ist normal. Da will das Lied, das im Radio gespielt wird, gar nicht richtig passen. Vertraute Passagen erfüllen den Raum. There is a crack in everything. That's how the light gets in. Frank wird über seine Rolle in Polen nach 1939 befragt. Ich trage die Verantwortung. Fühlen Sie sich schuldig? Ich selbst möchte hier aber ganz aus der Tiefe meines Empfindens und aus dem Erleben der 5 Monate dieses Prozesses heraus sagen, dass ich, nachdem ich nunmehr den letzten Einblick gewonnen habe in all das, was an furchtbarem Grauen geschehen ist, das Gefühl einer tiefen Schuld in mir empfinde. Frank macht einen nervösen Eindruck auf der Anklagebank. Er schaut sich um, ob die Mitangeklagten Zustimmung zeigen, aber da kommt nichts. Haben Sie jemals Kunstschätze geplündert? Ich habe keine Gemäldegalerien angelegt und ich hatte während des Krieges keine Zeit, mir Kunstschätze anzueignen. Also war alles offiziell registriert? Ich habe dafür gesorgt, dass die Kunstschätze im Land blieben, bis zum Schluss. Und was ist mit den Kunstgegenständen, die bei ihrer Verhaftung in ihrem Besitz waren? Ich habe sie dabei gehabt, um sie in Sicherheit zu bringen. Nicht für mich persönlich. Eine Mona Lisa lässt sich ja gar nicht stehlen. Damit meint er Cecilia Gallerani. Dieses Argument zieht allerdings nicht. Göring verzieht keine Miene, aber andere Angeklagte sieht man in sich hineingrinsen. Haben Sie Judenghettos eingerichtet? Ja. Haben Sie Abzeigen zur Kenntlichmachung der Juden eingeführt? Jawohl. Haben Sie selbst im Generalgouvernement die Zwangsarbeit eingeführt? Ja. Kennten Sie die Zustände in den Lagern Treblinka, Auschwitz und den anderen? Auschwitz lag nicht in dem Gebiet des Generalgouvernements. Ich war weder in Majdanek noch in Treblinka noch in Auschwitz. Haben Sie jemals an der Vernichtung von Juden sich beteiligt? Ich sage ja. Und zwar sage ich deshalb ja, weil ich es mit meinem Gewissen nicht verantworten kann, die Verantwortung allein auf diese kleinen Menschen abzuwälzen. Er möchte es ganz klar formulieren.
Ich habe niemals ein Judenvernichtungslager eingerichtet oder ihr Bestehen gefordert. Dennoch gibt er zu, dass er den Kampf gegen das Judentum jahrelang geführt hat, indem er sich in Äußerungen ergangen hat, die furchtbar sind. Mein Tagebuch ist mir selbst als Zeuge gegenübergetreten. Es ist einfach meine Pflicht, Ihre Frage mit Ja zu beantworten. Und dann sagt er? 1000 Jahre werden vergehen. Und dennoch wird die Schuld Deutschlands nicht getilgt sein. Große Stille senkt sich über den Gerichtssaal. Frank räumt eine Kollektivschuld ein, die Schuld der Gruppe. Aber seine eigene erkennt er nicht an. Göring schüttelt angeekelt den Kopf. Ein Sitznachbar flüstert: Haben Sie das gehört? Hat er wirklich gesagt, Deutschland habe 1000-jährige Schuld auf sich geladen? Ja, das habe ich auch gehört, antwortet Göring. In der Mittagspause spricht Frank mit seinem amerikanischen Armeepsychologen, Captain Gustav Gilbert. Ich wusste, was vor sich ging. Er hatte gehofft, die Richter mit seiner Ehrlichkeit zu beeindrucken. Ein paar Wochen später jedoch zieht er in seiner zweiten Anklagesitzung im August sein zögerliches Geständnis der kollektiven Schuld wieder zurück. Die Mitangeklagten wollten das nicht auf sich sitzen lassen. Reichsaußenminister von Ribbentrop äußert gegenüber Captain Gilbert, kein Deutscher dürfe jemals behaupten, sein Land hätte 1000-jährige Schuld auf sich geladen. Hitlers Nachfolger Admiral Dönitz beschwert sich, dass Frank die ganze Gruppe hineingezogen hätte, statt sich ausschließlich über sich selbst zu äußern. Im Juni 1946 erfährt Lauterpacht, was mit seiner Familie geschehen ist. Die Nachricht kommt von seiner Nichte Inka, die in einem Auffanglager in Österreich gelandet ist. Sie hat ihn durch einen Zeitungsartikel gefunden, der von seiner Beteiligung am Prozess berichtete. Sie schickt eine Bekannte nach Nürnberg, die 3 Wochen vor dem Justizpalast wartet und, wenn jemand an ihr vorbeigeht, flüstert: Herr Schlauterpacht. Herr Schlauterpacht.
Schließlich erkennt jemand den Namen, was zu einem Brief führt und endlich zum Kontakt zwischen Lauterpacht und seiner Nichte. Inka berichtet ihrem Onkel, sie sei die einzig Überlebende der Familie. Seine Eltern, sein Bruder, seine Schwester, alle. Alle für immer gegangen. Ende Juli halten die Ankläger der Alliierten ihre Schlussplädoyers. Lauterpacht geht durch eine schwere Zeit. Seine persönliche Verzweiflung fällt zusammen mit der beruflichen Herausforderung, das Schlussplädoyer für die Briten zu formulieren. Er schreibt viele Briefe an seinen Sohn Eli. In einem beschreibt er, wie tief ihn die Hauptpassagen von Bachs Matthäus-Passion berühren. Aus dieser Musik zieht Lauterpacht Trost und Kraft. Die Matthäus-Passion muss für Lauterpacht wie ein Gebet aus der eigenen Seele gewesen sein. In ihr spiegelt Bach sich wieder, der seinen pietistischen Glauben an das Individuum ausdrücken wollte. Fast alle Arien sind in der Ich-Form gesungen. Auch die drei wichtigsten Choräle singen vom Ich mit der Betonung auf der eigenen Person statt auf den Priester, der Gemeinde, der Gruppe. Die Verbindung zu Lauterpachts Anliegen der Bedeutung des Individuums ist offensichtlich. Für Lemkin dauert es noch etwas länger, bis er erfährt, dass seiner Familie in Wolkowisk das gleiche Schicksal passierte. Ein einziger hat überlebt. Sein Bruder Elias, den er in München wiederfindet. Elias Lemkin überlebte, weil er mit seiner Familie zufällig in Moskau im Urlaub war, als Hitler im Juni 1941 mit seinen Truppen einmarschierte. Wenige Tage später war Wolkowisk besetzt. Lemkins Neffe Saul, der umgeben von Büchern in Montreal wohnt, hat ein feines Erinnerungsvermögen und erzählt, dass ihm besonders ein Detail im Gedächtnis geblieben ist. Sein Onkel besuchte ihn nach einer kleinen Operation in einem Münchner Krankenhaus. Die Deutschen in der Klinik waren sehr nett zu mir, sehr freundlich. Mein Onkel hat sie nicht mal angeschaut. Er hat sie gehasst, wie die Pest. Der Prozess geht zu Ende. Und die Anklage hält ihre Schlussplädoyers. Verbrechen gegen die Menschlichkeit werden ausführlich thematisiert und auch Genozid ist Teil der Anklage. Die Sowjets, die Franzosen und die Briten unterstützen die Verurteilung wegen Genozid. Robert Jackson dagegen, der das Schlussplädoyer der Amerikaner hält, lässt Genozid völlig unerwähnt. Kein einziges Mal kommt ihm dieses Wort im Gerichtssaal über die Lippen. Dass nun auch die Briten das Konzept Genozid unterstützen, kommt unerwartet. Lauterpacht lehnt es entschieden ab und erwähnt den Begriff nicht einmal in seinem Entwurf des Schlussplädoyers für den Attorney General Sir Hartley Shawcross. Lauterpachts Sohn Eli stellt mir das handgeschriebene Originalmanuskript zur Verfügung. Es enthält viele gute Gründe für den Schutz jedes einzelnen Menschen. Und für die Rechte des Einzelnen gegenüber Grausamkeit und Unmenschlichkeit, die von der eigenen Regierung ausgehen. Hitler oder die Nazis werden nicht genannt. Lauterpacht ist unnachgiebig in seiner Ablehnung, den Sachverhalt auf einen Konflikt zwischen Volksgruppen zu reduzieren. Von Eli weiß ich, dass sein Vater nie über das Schicksal seiner Familie gesprochen hat. Er war ein sehr diskreter Mensch. Seine Gefühlsregungen nach außen zu tragen, habe ihm nicht gelegen. Umso bemerkenswerter ist ein Detail in Lauterpachts Dokument. Auf Dutzenden von Seiten ist Hans Frank der einzige Angeklagte, der mehr als einmal namentlich genannt wird. Hans Frank, der für die Ermordung seiner Familie verantwortlich war.
Erst nach 76 Seiten, ganz am Ende des handgeschriebenen Dokuments, gesteht Lauterpach es sich zu, sich persönlich gegen den Mann zu richten, der nur wenige Meter von ihm entfernt auf der Anklagebank sitzt. Dieses handgeschriebene Papier gibt einen seltenen Blick frei auf seine glühende Wut. Nicht ein einziges Mal haben Sie sich ernsthaft bemüht, den Zorn der zivilisierten Welt durch ein einfaches Schuldeingeständnis zu mildern. Sogar die erbärmlichsten Geständnisse, bei denen zumindest ein Hauch von Aufrichtigkeit mitschwang, waren nichts anderes als geschickte Ausflüchte. Er meint Frank und seine zögerliche Formulierung der kollektiven Verantwortung. Im April ausgesprochen, im August zurückgezogen. Und weiter schreibt er: Der Angeklagte gesteht hier ein Gefühl tiefer Schuld zu, wegen der furchtbaren Worte, die er äußerte. Als käme es auf die Worte an und nicht auf die entsetzlichen Taten, die ihnen folgten. Was ein erlösender Griff nach einem letzten Rest Menschlichkeit hätte sein können, entlarvt sich als heuchlerischer Trick eines desolaten Mannes. Auch er, wie andere Angeklagte, täuscht bis zuletzt die vollkommene Ahnungslosigkeit vor über diese weit angelegte und bis ins kleinste Detail geplante Organisation der schändlichsten Verbrechen, die jemals das Gedächtnis eines Volkes beschmutzt haben. Sir Hartley Shawcross übernimmt das Schlussplädoyer für die Briten. Er verwendet den größten Teil aus Lauterpachts Entwurf, mit zwei wesentlichen Änderungen. Er fügt hinzu, dass die Briten auf Genozid plädierten und löscht alle Referenzen zu Hans Frank. Inzwischen hat auch Lemkin erfahren, welche Rolle Frank in der Auslöschung seiner ganzen Familie innehatte. In einem Archiv in New York finde ich ein undatiertes Blatt von Lemkin mit Bleistift auf einen liniertes gelbes Papier geschrieben. Hier sieht man, dass er das Wort Genozid mindestens 25 Mal geschrieben hat und wieder durchgestrichen. Auf andere Formulierungen hat er ausprobiert. Und da in der Mitte, versteckt zwischen Wörter, ist noch etwas durchgestrichen. Das Wort heißt Frank. Zwei Tage werden die Urteile verkündet. Am 30. September und am 1. Oktober 1946. Frank steht als Siebter auf der Liste. Hat er genug getan, um sich zu retten? Während er auf Gnade hofft, flüchtet er sich in Gedanken in die Musik. Ruft sich Johann Sebastian Bachs Matthäus-Passion in den Sinn. Was aus dem Tagebuch von Captain Gustav Gilbert, dem amerikanischen Militärpsychologen, der Frank betreut hat, hervorgeht. Vermutlich war es: Erbarme dich. Erbarme dich, mein Gott. Thank you.
Ist das nicht außergewöhnlich? Zwei Männer auf gegenüberliegenden Seiten des Gerichtshofs finden Zuflucht in demselben musikalischen Raum. Als das Urteil verkündet wird, sitzt Frank regungslos da, den Kopf leicht eingezogen. Der amerikanische Richter Francis Biddle liest eine Zusammenfassung vor. Von Franks Rolle seit seinem Parteibeitritt 1927 bis zum Ende in Krakau 1945. Die Zeit in Polen hebt der Richter besonders hervor. Frank hat Polen als nationale Einheit vollständig zerstört und seine Ressourcen skrupellos ausgebeutet. Jeder Widerstand wurde mit äußerster Härte niedergeschlagen. Auf dem Gebiet seines Terrorregimes wurde das Konzentrationslagersystem durch die Errichtung besonders berüchtigter Lager wie Treblinka eingeführt. Dort kamen auch Lemkins Eltern um, obwohl Lemkin das nie erfuhr. Unter Franks Leitung wurden tausende Polen ermordet, einschließlich der führenden Vertreter der polnischen Intelligenz. Er ließ Sklavenarbeiter nach Deutschland deportieren, verfolgte die Juden und zwang sie in Ghettos, ließ sie aushungern und systematisch auf brutalste Weise vernichten. Biddle erwähnt Franks Äußerung über sein Gefühl schrecklicher Schuld für die Grausamkeiten in seinem Herrschaftsbereich. Glaubt Frank, er könne einer Verurteilung entgehen? Biddle liest weiter vor. Es mag wahr sein, dass einige der im Generalgouvernement begangenen Verbrechen ohne Franks Kenntnis und gelegentlich sogar gegen seinen Willen begangen wurden. Es mag sein, dass einige der verbrecherischen Unternehmungen nicht von Frank ausgingen. Falls Frank sich jetzt Hoffnungen macht, werden sie gleich wieder zerstört. Frank war ein williger und wissender Mitwirkender in der Anwendung von Terror, Ausbeutung bis zum Hungertod, der Deportation von mehr als 1 Million Polen und des Programms, das den Mord von mindestens 3 Millionen Juden zu verantworten hatte. Frank wird für Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen schuldig befunden. Das Gericht vertagt sich bis nach der Mittagspause, um danach das Strafmaß zu verkünden. Das Wort Genozid wird in seinem Urteil nicht erwähnt. Es ist verschwunden. Um 3:10 kommt das Gericht wieder zusammen. Die Angeklagten sitzen nicht mehr auf der Bank, sondern warten draußen, bis sie an der Reihe sind. Jeder wird einzeln hereinkommen, um sein Urteil entgegenzunehmen und wird dann wieder herausgebracht. Für viele im Gerichtssaal ist diese Stunde der eindrücklichste Teil des Gerichtsverfahrens. Hinter der Anklagebank befindet sich die kleine hölzerne Fahrstuhltür, durch die die Angeklagten einzeln in den Gerichtssaal gelangen, um ihren Richtern gegenüberzutreten. Auf und zu. Auf und zu. Auf und zu. Geräuschlos öffnet und schließt sich die Tür, schreibt der frühere Tennisreporter R.W. Cooper von der Londoner Times. Um die Würde der Angeklagten zu wahren, wird die Urteilsverkündung nicht gefilmt. Frank ist als Siebter an der Reihe. Hinauf mit dem Fahrstuhl, durch die Tür, hinein in den Saal 600. Er verliert jegliche Orientierung, steht mit dem Rücken zur Richterbank. Die Wachen schieben ihn in die richtige Position. Die Journalistin Rebecca West, die ebenfalls im Raum anwesend ist, bemerkt das. Frank scheint völlig verwirrt zu sein, schreibt sie. Frank hört Lord Justice Lawrence 4 Worte sagen. Tod durch den Strang. Er verlässt den Saal durch die Aufzugtür. Auf, zu, auf, zu. Als Captain Gilbert ihn in seiner Zelle aufsucht, lächelt Frank höflich. Er hält den Blick gesenkt. Tod durch den Strang. Ich habe es verdient. Ich habe es erwartet. Er wird nicht lange warten müssen. 2 Wochen später, am 16. Oktober, ist R.W. Cooper, Autor von der Times in Paris, als er von der Urteilsverstreckung hört. In seinen Memoiren beschreibt Cooper den Moment, als er in einem Pariser Restaurant vom Ende des Prozesses erfuhr.
Die Musiker spielten gerade ein bekanntes Lied von Jean Sablon mit dem Titel Insensiblement. Das Bild des gehängten Frank ist in der Zeitung quer über eine ganze Doppelseite zu sehen. Ça c'est beau à voir, murmelt einer der Gäste. Frank war der Sechste, der im Hof des Nürnberger Justizpalasts gehängt wurde. Lauter Pacht ist mit dem Urteil zufrieden. Es ist ein Schritt auf dem Weg zum Schutz des Individuums. Lemkin dagegen ist bestürzt. Das Urteil nimmt kein einziges Mal Bezug auf das Wort Genozid. Nicht einmal. Einem amerikanischen Ankläger sagt er, dass der Tag der Urteilsverkündung ohne diese Erwähnung der schwärzeste seines Lebens gewesen sei. Schlimmer noch als der Tag vor einigen Wochen, als er vom Schicksal seiner Familie erfuhr. Wie ging es weiter? Das moderne Menschen- und Völkerrecht war geboren und rückte immer mehr in den Fokus der internationalen Aufmerksamkeit. Die Debatte, ob der Fokus auf dem Individuum oder der Gruppe liegen sollte, wurde nie beendet. So wurden beide übernommen. Einen Monat nach dem Urteil verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten Nationen die Resolution Nummer 95, in der das Nürnberger Statut, das Urteil und Verbrechen gegen die Menschlichkeit als Völkerrecht bestätigt wurden. Die nächste Resolution, Nummer 96, wurde ebenfalls noch am selben Tag verabschiedet. Sie bestimmt, über die Auffassung des Gerichtshofs hinausgehend, Genozid stellt einen Straftatbestand unter dem Völkerrecht dar. Es dauerte noch 2 Jahre, dann im Dezember 1948 verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten Nationen auf Lemkins Initiative hin die Konvention zur Prävention von Genozid. Lemkins ausschließlicher Fokus, seine Obsession, für die er mit einer Flut von Briefen und persönlichen Einreichungen gekämpft hatte, trug endlich Früchte. Tags darauf verständigte sich dasselbe Gremium auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, ein nicht bindendes Rechtsinstrument. Die Inspiration dafür stammte aus Lauterpachts Buch. 1950 wurde die Europäische Menschenrechtskonvention unterzeichnet.
mit einer verbindlichen Liste von Mindestrechten, die jedem Einzelnen zustehen. Mit ihr wurde auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ins Leben gerufen, um Regierungen zur Verantwortung ziehen zu können. Die Vermächtnisse Lauterpacht und Lemkins haben weitreichende Folgen. Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Genozid existieren nebeneinander. Die Ideen der beiden Männer sind mein tägliches Brot. Als Anwalt und Wissenschaftler beobachte ich, wie die beiden Konzepte für den Schutz von Einzelnen und Gruppen Wurzeln schlagen. Umso verwunderlicher ist es, dass sich Lauterpacht und Lemkin trotz ihrer gemeinsamen Herkunft und ihres weitreichenden Einflusses nie persönlich begegnet sind. Es dauerte 50 Jahre, bis ihre Ideen umgesetzt wurden. Auslöser dafür waren die Verbrechen im ehemaligen Jugoslawien und in Ruanda. Im Juli 1998 unterzeichnen über 150 Länder das Römische Statut für die Schaffung des Internationalen Strafgerichtshofs. Nach 2 Monaten, im September 1998, verurteilt der Internationale Strafgerichtshof für Ruanda Jean-Paul Akayesu, der für die Verfolgung und Ermordung von Tutsi durch Hutu verantwortlich war, wegen Genozid. Er ist die erste Person überhaupt, die für das Verbrechen des Genozides vor einem internationalen Gerichtshof verurteilt wird. Im November 1998 verweigert das House of Lords in London Augusto Pinochet die Immunität vor der englischen Gerichtsbarkeit. Der ehemalige Präsident Chiles war an der Folter seiner politischen Gegner beteiligt gewesen. Es ist der erste Fall von Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor einem Nationalgericht. Im Mai 1999 wird der serbische Präsident Slobodan Milosevic als erster noch regierender Staatschef für seine Taten im Kosovo wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt. Nach seiner Amtszeit im Oktober 2000 kommt eine Klage wegen Genozids hinzu. Sie bezieht sich auf das Massaker im bosnischen Srebrenica. Im März 2007 erkennt ein amerikanischer Richter einem Mann namens John Calimon die amerikanische Staatsbürgerschaft ab. Warum? Weil er im August 1942 als ukrainischer Hilfspolizist im Lemberg Juden zusammentrieb. Der Richter urteilt ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und im September 2007 urteilt der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag, dass Serbien seine Pflicht, den Genozid in Srebrenica zu verhindern, verletzt hat. Zum ersten Mal wird ein Staat dafür verurteilt, die Genozidkonvention gebrochen zu haben. Im Juli 2010 wird Omar al-Bashir aus dem Sudan das erste Staatsoberhaupt im Amt, das vor dem Internationalen Strafgerichtshof des Genozids angeklagt wird. Im April 2012 ist Charles Taylor das erste Staatsoberhaupt im Amt, das für Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt wird. Ein paar Monate später wird er zu 50 Jahren Gefängnis verurteilt. 2017 wurde Ratko Mladic wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Den Haag verurteilt. Kürzlich bezeichnete der französische Präsident Macron Kolonialismus als ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das Verbrechen des Genozids wird in heutiger Zeit in Syrien und im Irak an den Jesiden begangen und in Myanmar an den Rohingyas. Die Prozesse gehen weiter. Das Morden auch. Als ich das erste Mal in Lviv einen Vortrag hielt, kam eine junge Studentin auf mich zu. Woher kommt Ihr persönliches Interesse, dass Sie sich so viel damit beschäftigen? Mein Großvater ist in Lemberg geboren, 1904. Er hat zur selben Zeit dort gelebt wie Lauterpacht und Lemkin und lief durch dieselben Straßen.
Jahrzehnte vergingen, bis ich auf eine weitere, direktere Verbindung zwischen meiner und Lauterparts Familie stieß. Elli Lauterpart war mein Völkerrechtsprofessor. Es ist noch nicht lange her, dass Elli und ich herausfanden, dass sein Vater und meine Urgroßmutter Amalia Buchholz in demselben Ort geboren wurden, einen kleinen Staat namens Julkiew. Sie wohnten sogar in derselben Straße, ein paar hundert Meter voneinander entfernt, in der Ost-West-Straße, die damals Lemberger Straße hieß. Ich erfuhr, dass sie im selben Waggon wie die drei Schwestern von Sigmund Freud von Theresienstadt nach Treblinka gebracht wurde. Auch sich wurde dort umgebracht, die letzte Straße, auf der sie lief, war die Himmelfahrtstraße, die vom Bahnsteig wegführt. Wenige Wochen später folgten ihr Lemkins Eltern nach Treblinka. Der Einzelne und die Gruppe. Julkiew und Treblinka. Es sind die persönlichen Geschichten, auf die es ankommt. Ich habe Niklas Frank kennengelernt, den Sohn von Hans Frank. Wir sitzten bei ihm zusammen an einem Gartentisch mit Blick über die Elbe. Er nimmt ein kleines Stück Papier aus seiner Jackentasche und zeigt es mir. Es ist ein Foto seines toten Vaters, kurz nachdem er verhängt worden war. Um sicherzugehen, dass er wirklich tot ist. Später reisen Niklas und ich nach Krakau und besichtigen den Wawel. Der Direktor lässt uns ein paar Minuten alleine mit dem Gemälde von Cecilia Galerani, der Dame mit dem Hermelin. Zum ersten Mal nach 70 Jahren, seit dem Sommer 1944, sieht Niklas das Gemälde wieder. Ich darf sogar ein Foto machen, um diesen Moment einzufangen. Ein einziges. Am späteren Abend essen Niklas und ich in einem Restaurant in der Krakauer Altstadt. Er fragt nach dem Buch, das ich gerade schreibe, Rückkehr nach Lemberg. Während des Essens kommen drei Menschen an unseren Tisch. Die ältere von ihnen, eine elegante Frau, sagt: Entschuldigen Sie bitte, wir konnten hören, worüber Sie gesprochen haben. Ihr Buch klingt interessant. Wir kommen ins Gespräch und sie setzen sich zu uns an den Tisch. Die Mutter, ihre Tochter und ihr Schwiegersohn. Die Mutter ist Professorin für Chemie. Sie wirkt heiter und gebildet, kommt aus Brasilien. Gerade ist sie auf Besuch in der Stadt, in der sie geboren ist und aus der sie 1939 vertrieben wurde, weil sie Jüdin ist. Da war sie 10 Jahre alt. Es ist nie einfach, zurückzukehren. Wie viel hat sie mitbekommen von meinem Gespräch mit Niklas? Nicht viel. Die Tochter ist eine ganze Weile nach dem Krieg in Brasilien geboren. Sie nimmt einen festeren Standpunkt ein als ihre Mutter. Sie sagt: Ich liebe Krakau, aber ich werde niemals vergessen, was die Deutschen getan haben.
Niemals will ich mit einem Deutschen etwas zu tun haben. Niemals werde ich mit einem Deutschen sprechen. Niklas und ich sehen uns an. Die Mutter wendet sich an Niklas und fragt: Und Sie sind sicherlich ein Jude aus Israel? Ganz im Gegenteil. Ich bin Deutscher. Ich bin der Sohn von Hans Frank, dem Generalgouverneur von Polen. Nach einem Moment der Stille steht Niklas auf und verlässt das Restaurant. Am Abend sagt er zu mir: Sie hatten recht mit Ihrer Entschiedenheit. Ich schäme mich zutiefst für das Unrecht, das die Deutschen Ihnen angetan haben. Der Mutter und ihrer Familie. Personen und Gruppen. Keine einfache Sache. Individuals and groups. Never an easy thing. The birds, they sang at break of day. Start again, I heard them say. Don't dwell on what has passed away, on what is yet to be. That lawless crowd.